Heute bei den Robotschnauzen Premiere. Ein Koala-Baby erkundet die Welt. Glückliche Heimkehr. Pinguinjunges darf zurück zur Familie. Freudige Erwartung. Schwangerschaft im Delfinarium. Und guten Appetit. Landjugend bastelt Beschäftigungsfutter für Gorillas. Die Pinguinkolonie wird heute um einen Bewohner erweitert. Noch ahnen die kleinen Frackträger nicht, dass ihre Gruppe Zuwachs bekommt. Wie werden sie wohl auf den Nachwuchs Nummer 13 reagieren? Auf die Zusammenführung mit seinen Artgenossen bereiten ihn Ivona Brandt und Tierarzt Manuel Garcia Hartmann vor. So, jetzt bekommt er erstmal Weinrot links. Ein Steffi, schreibst du auf? Weinrot links? Ja. Nummer 13. Bekommt jetzt einen Ring, damit wir ihn sozusagen auf Abstand auch erkennen können. Bei der Fütterung ist das für die Pfleger wichtig, damit sie wissen, dass jeder Pinguin, die sehen ja alle ein bisschen ähnlich aus, damit man weiß, er hat gefressen. Sollte er den Ring aber mal verlieren, bekommt er zusätzlich jetzt noch einen Chip implantiert. Oh, du bist aber gut im Futter. Mhm, ein Fresssack. Nein. Füße? Mal die Füße. Ich habe keine Hand frei. Danke. Ja, zieh jetzt nicht rum. So. Wo ist das Brustbein? Links neben dem Brustbein. In den Muskel. Ja, findest du nicht gut. Kann ich verstehen. Das tut aber gar nicht weh. Nee, das ist eine Spezialnadel. Man merkt auch, es blutet nicht, wenn man den Chip setzt. Gut, deine Nummer hast du. Jetzt schauen wir noch einmal ganz kurz ins Maul. Einmal kurz aufmachen. Das ist so eine kleine Gesundheitskontrolle. Hier auf der einen Seite hat er eine Stelle. Sehen Sie das? Da müssen wir so ein bisschen drauf achten. Das ist eine kleine ältere Wunde, die heilt auch schon. Ja, wirklich super lieb. Ein Gorilla-Leben im Zoo kann schon mal ein wenig langweilig sein. Zum Glück gibt es aber täglich Beschäftigung, wie das medizinische Training. Abwechslung und sinnvolle Lehreinheit in einem. Also ich mache heute halt erstmals Training mit der Nadel bei allen Gorillas. Dazu ziehe ich mir wie bei jedem Training halt die Handschuhe an. Dann haben wir hier unsere Kanülen für jeden Gorilla, eine einzelne Nadel. Und dann wollen wir mal gucken, wie es klappt. Also ganz wichtig ist es natürlich zur Blutentnahme und halt auch für die Narkose, dass wir die Tiere halt ohne Stress in Narkose legen können. So, Dorle, dann wollen wir mit dir anfangen heute, ne? Dorle wird bald nach Spanien umziehen. Möglicherweise muss sie dafür narkotisiert werden. Ohne Angst vor der Spritze ist das für sie viel stressfreier. Als erstes fordert Stefan sie auf, an ihrer Station zu bleiben, das Zeichen zu berühren. Dafür gibt es sofort eine Belohnung. Dann kommt die Spritze mit der Nadel. Good girl, that's fine. Good girl, Dorle. Das ist ein dickes Lob wert. Dorle hat nicht einmal gezuckt. Good girl. Bei Dorle hat es sehr gut geklappt. Ich konnte zweimal vernünftig einstechen, ohne Probleme. Sie hat den Arm nicht weggezogen. Also genügend Zeit wäre gewesen, um halt Narkosemittel zu spritzen. Für Blutentnahme ist es natürlich nachher noch ein bisschen komplizierter. Da muss der Arm halt wirklich ruhig liegen, man muss halt einen Stau machen. Kann man hier natürlich am Gitter noch nicht wirklich sehr gut trainieren. Dafür brauchen wir halt noch eine Vorrichtung, wo der Arm halt auch rausgebracht werden kann. Aber das war jetzt sehr gut und jetzt gehen wir halt mal rüber zu den anderen Damen und gucken mal, was da los ist. Und das größte Problem wird sehr wahrscheinlich noch der Kattu werden. Aber das schauen wir uns alles in Ruhe an. Panda-Mädchen Ping ist seit einer Woche im Duisburger Zoo. Bis jetzt hat sie ihr neues Zuhause nur von innen kennengelernt. Mit ihrer Eingewöhnung ist Pfleger Michael Wrobel sehr zufrieden. Hallo, Musiki. Hallo, was geht's denn? Pini, was ist los? Was ist los? Muss keine Angst haben. Das ist unsere Neue. Jetzt kennst du den Käfig, sie frisst gut. Der Abfall ist auch gut, dementsprechend. Und sie soll ja irgendwann jetzt kommende Woche auf die Anlage, um die kennenzulernen erstmal, dass es dann langsam zur Zusammenführung kommt mit unserem Ayako. Ne? Also sie hat ja jetzt erstmal die Möglichkeit bekommen, ich sag keine Woche, die Käfige kennenzulernen.
das Futter kennenzulernen. Das ist fast identisch mit dem, was sie gehabt hat. Nur der Vorteil hier ist eben, dass sie jede Menge Bambus zur Verfügung hat, was sie inzwischen auch sehr gut frisst. Wir sind ein bisschen vorsichtig angefangen mit dem Füttern. Aber inzwischen schlägt sie also ihre normale Portion. Im Moment frisst sie sogar mehr wie beide anderen. Ist also für uns eigentlich ein positives Zeichen. Den ersten Tag hat sie nur viel in der Hütte gesessen und ist ja alles neu gewesen. Das muss man alle berücksichtigen. Und aufgrund dieses Standes, dass sie jetzt schon so flexibel hier durch die Gegend turnt, ist dann der nächste Schritt, dass sie die Anlage kennenlernt, da auch dann irgendwann anfängt, sich auszukennen. Es ist ja auch ein Kennenlernen der Örtlichkeiten. Bing ist aus der Schweiz in den Ruhrpott gekommen. Dort gab es kaum Bambus. Hauptnahrungsmittel war ein Brei aus Haferflocken, Reis und Hackfleisch. Möglicherweise sind Pings Fellprobleme auf diese Nahrung zurückzuführen. Die Neubildung des Haarkleides ist bei ihr irgendwie verzögert. Wir haben also selten Probleme mit dem Fellwechsel. Das fällt immer in die Zeit, wenn der Bambus anfängt zu schießen. Und dann füttern wir die Schösslinge, die Jungen. Und die hauen die sich auch rein, wie sonst halt. Und da muss irgendein Wirkstoff drin sein, der dies beschleunigt. Wir haben mal 14 Tage, 3 Wochen, dann sind die mit dem Fell durch. Ne? Und sie hat halt jetzt irgendwelche Probleme. Aber es ist von unserem Arzt nichts festgestellt worden. Und sie ist vom Verhalten der Futteraufnahme, Kotabsatz, Urinabsatz, das beobachten wir ja ständig, in Ordnung. Sie ist munter und fidel. Und jetzt ist der nächste Schritt die Anlage halt. Geschlechtsbestimmung bei Nummer 13. Und dann nehmen wir jetzt noch ein paar Federn von ihm. Und diese Federn dienen dazu, dass man in einem genetischen Labor bestimmen kann, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Das ist für uns wichtig, für später für die Paarbildung. Und es ist eigentlich eine sehr angenehme und leichte Methode. Früher mussten wir dafür eine Endoskopie machen. Das heißt, wir mussten die Tiere und die Vögel in Narkose legen, mussten dann mit dem Endoskop eingehen in die Körperhöhle, um nachschauen, ob da ein Hoden oder ein Eierstock ist. Das war sehr invasiv und das war eine sehr aufwendige Methode für die Tiere auch. Nicht ganz so einfach, wie einfach nur eine kleine Feder nehmen und diese dann einzuschicken. Und er ist wirklich super. Cool. Super. Er ist wirklich klasse. Was meinen Sie, ist das Weibchen oder Männchen? Ich würde sagen, es ist ein Männchen. Er ist so lieb. Oh, das schauen wir mal. Die anderen Pinguine lernen jetzt kennen. Die werden sehr neugierig sein, wenn der da reingesetzt wird. Und wenn die auf ihn zulaufen in so einem Pulk, das sind über 20 Pinguine, könnte sein, dass der dann Angst kriegt und wegrennt. Und die rennen natürlich alle hinterher. Dann sieht immer sehr bösartig aus, aber die wollen ihm nichts. Da passiert nichts. Im schlimmsten Fall lernt er innerhalb halber Stunde im Galopp die Anlage kennen, weiß dann, wo Teich ist und alles. Aber ich glaube, der wird cool sein und das wird alles harmlos ablaufen. Sowieso harmlos, ja. Er ist ja von den Eltern großgezogen worden und ist jetzt nur eine Zeit lang hier bei uns hinter den Kulissen gewesen, damit wir sicher sind, dass er genug frisst. Weil die Phase, der Übergang von der Fütterung der Eltern auf Fisch fressen, ist bei Pinguinen eine empfindliche Phase. Diese Phase wird von den Pflegern ganz intensiv begleitet. Und er ist das, was wir jetzt futterfest nennen. Das heißt, er frisst selbstständig, er bettelt jetzt auch gerade um Futter bei der Frau Brandt. Er hat Hunger und das zeigt er deutlich mit einem Verhalten, wie es für Pinguine üblich ist, wie es auch die Jungtiere mit ihren Eltern machen. Aber er weiß auch ganz genau inzwischen, die Frau Brandt ist diejenige, die ihm das Futter gibt. Das hat er gerade deutlich gezeigt, so nach dem Motto, ich will von dir was zu fressen. Also ich denke, der wird sich sowohl bei den Pinguinen wohlfühlen, als auch weiterhin bei den Pflegern. Das sieht man ja sehr deutlich. Mitsuri ist jetzt mit dem Medical Training an der Reihe. Stefan übt auf Englisch mit den Tieren. Das ist wichtig, falls sie mal ins Ausland umziehen. Hand. Good girl. That's fine. Good girl. Ist okay, dann nehmen wir den an. Ist okay. Good girl, Mitsuri. That's fine. Sogar den Einstich der Spritze nimmt sie klaglos hin. Perfekte Vorbereitung auf eine stressfreie Narkose. So, jetzt machen wir noch einmal Zähne kontrollieren. Mitsuri, show me your teeth and open. Mitsuri, show me your teeth and open. Open. Auch Mitsuri hat ihre Übungen vorbildlich erledigt. Ein schwierigerer Kandidat ist Silberrücken Katu. Als Chef der Gorilla-Gruppe zählt Gehorsam nicht zu seinen Stärken. Katu. Das ist erstmal dann so ein Brot. Katu, Station.
Katu. Katu. Station. Good boy. Good boy. Naja, bei ihm sieht man schon, ist die Haut auch ein bisschen dicker und alles und die ganzen dicken Haare rundherum. Deswegen ist die Kanüle jetzt halt gerade einmal stecken geblieben. Aber ja, er weiß sich doch nicht als so das größte Problem, was ich jetzt gedacht hatte. Also der hat da ja wirklich absolut keine Probleme mit, wenn man ihn kurz sticht. Die Zeit war auch lang genug. Die Kanüle hat ja wirklich jetzt, sag ich mal, gut 30 Sekunden drin gesteckt. Also von daher, ihn zu spritzen ist auch nicht so das größte Problem dann. Good boy. That's fine. Good boy. Das war super. Das war toll, Dicker. Hier. Oh, yeah, yeah. Ja, hier kriegst du noch so eine. Im Endeffekt bin ich halt wirklich ganz zufrieden. Gerade Katu, Dorle, Vizuri, das war halt super schön. Haben wir ja gerade eindrucksvoll gesehen, haben halt gar keine Probleme mit. Ja, und dann sehe ich den ganzen Sachen doch sehr positiv entgegen, die noch auf uns zukommen werden. Das heißt einmal, die Narkose für Katu und Dorle für den Transport nach Valencia, dass wir halt die Blutuntersuchung machen können und sowas. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und dann war es das erstmal heute hier. Das war doch super. Ihr habt alle schön mitgemacht. Dann fliegt ihr auch alle jetzt gemeinsam raus. Das lassen sich die Gorillas nicht zweimal sagen. Diese Worte verstehen sie sofort. Vermutlich in allen Sprachen der Welt. Panda-Seniorin Mapi ist aufs Altenteil gezogen. Pfleger Michael Brobel gönnt ihr den Ruhestand. Eine Jüngere soll sich um Revier, Männchen und eventuellen Nachwuchs kümmern. Sie ist zufrieden, wenn sie essen hat, ihre Ruhe, in der Sonne liegen und Nickerchen machen und sowas. Frisst aber noch gut, also ist so vom Verhalten her nicht auffällig. Aber ihr das noch zuzumuten, das jüngere Pärchen, das ist eben für die Nachwuchsproduktion da. Wenn es klappt, ist es natürlich sensationell und dann muss man halt sehen, wie man dann weiterverfährt. Den Nachwuchs werden wir hier wahrscheinlich nicht halten, denn da müssen wir irgendwann das Männchen austauschen. Und wenn das zwischen den beiden klappt, warum sollte man da eine Veränderung hervorrufen? Denn Pandas fallen nicht vom Himmel. Ne? Also im letzten Jahr sind, glaube ich, nur zwei Männchen in ganz Europa geboren worden. Und das ist nicht gerade die große Menge. Ne? Also ist das auch nicht so einfach mit der Fortpflanzung und dem Zusammenleben. Aber wir versuchen unser Bestes. Ne? Das ist natürlich eine Sache, die hoffentlich dann klappt. Das werden wir sehen. Die Koalas haben schon Nachwuchs. Allerdings hat sich Aloras Baby bisher nur selten ganz aus dem Beutel gewagt. Revierchef Mario ist schon sehr gespannt. Wir wissen ja, dass die Alora ein Baby im Beutel hat. Sehe ich auch schon mal Hände und Kopf, habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe den Kleinen noch nicht ganz gesehen. Und die Stammzoobesucher, die eigentlich jeden Tag hier rumlaufen und viel mehr Zeit haben, hier zu sitzen und zu beobachten, die haben mir erzählt, dass sie den Kleinen gestern draußen gesehen haben aus dem Beutel ganz. Ich selber habe ihn noch nie ganz gesehen. Und jetzt müssen wir einfach mal geduldig sein und zu gucken, ob der Kleine heute das erste Mal rauskommt. Dann werde ich ihn schnappen, sofort gucken, welches Geschlecht ist er, Mädchen, Junge, wie viel Gewicht hat er, all solche Dinge, die ich dann testen kann. Eigentlich ist es so, die bleiben 6 bis 7 Monate im Beutel der Mutter und danach ist einfach im Beutel der Mutter kein Platz mehr. Dann müssen die raus. Und die Mama forciert das auch so ein bisschen, die macht sich dann ganz unbequem, setzt sich ganz eng hin, sucht sich die engsten Astgabeln auf und der Kleine wird genötigt, endlich den sicheren Beutel zu verlassen. Es gibt aber Koalas, die wollen wirklich bis ins hohe Alter noch im Beutel bleiben und gar nicht rauskommen. Wie bei Menschen auch so, ja, so ein Stubenhocker oder so. Und dann gibt es Männer, die bleiben bis 30 bei Mama und lassen sich bügeln oder so. Ja, da gibt es bei Koalas ähnlich. Noch scheint sich der Nachwuchs nicht so richtig entscheiden zu können. Halb drinnen, halb draußen. Also so wie der jetzt da hängt, da sieht er so aus, als ob der gleich da rausplumpst aus dem Beutel. Aber die Mama passt da schon auf und außerdem sind ja die Hinterbeine vom Baby noch im Beutel. Und das ist wie so eine Tüte, dann sage ich das mal einfach so. Also der Rand der Tüte, der ist ein bisschen härter als der Rest. Und der Kleine hängt jetzt mit seinen Gelenken, mit den Ellenbogen, also mit den Knien, hängt er jetzt an diesem Rand fest und baumelt da unten raus. Aber selber rausflutschen tut er nicht so einfach. Also da ist schon, die Mama achtet da schon drauf. Aber das, was sie da jetzt macht, ist ihm deutlich zu zeigen, ich mache mich ganz locker, ganz entspannt. Du kannst jetzt ruhig rauskommen und dir mal die Weltgeschichte angucken. Es passiert dir heute nichts. Ja, und was hier man auch
prima sehen kann jetzt ist, daneben sitzt noch die Alguna. Das ist praktisch auch das Baby von Alora aus anderthalb Jahren zuvor. Und das bleibt ganz in der Nähe der Mutter, weil es ja auch schon jetzt neugierig ist und merkt, was ist denn da? Plötzlich ist da was im Beutel, eigentlich möchte ich da gerne noch Milch klauen. Und wir haben hier festgestellt, dass die Jungtiere bis zu 2 Jahre noch von der Mama mit versorgt werden und ganz neugierig am Schwesterchen oder Brüderchen sind und praktisch selber lernen, den Umgang mit Kindern. Das ist ganz wichtig. Je früher man die wegnimmt von der eigenen Mama, könnte man mit einem Jahr ja schon wegnehmen, dann frisst die alleine Eukalyptus. Dann ist die aber später, wenn die Babys hat, völlig überfordert und weiß gar nicht, was die machen soll. Und die meisten Koala-Kinder, die Erstgeborenen, sterben dann. Und die Tiere, die so lange in so einer intakten Familie aufwachsen, die sind viel bessere Mütter und ziehen ihre Babys dann ganz, ganz toll groß. Also alle Koala-Kinder, die von hier aus in andere Zoos gegangen sind und die Erfahrung ja schon mitgenommen haben, die haben in anderen Zoos dann plötzlich ihre Babys großgezogen. Auch die Pinguine haben ihre elterlichen Pflichten erfüllt. Ihr Nachwuchs ist jetzt kräftig genug, um mit den anderen im Becken zu schwimmen. Ja, guck mal, das sind deine Kumpels. Komm, die schon gucken. Dann setz ich den runter, guck mal, was der macht, ja? Ist ja gut, bleib cool. Bleib cool. Das sind Pinguine, die tun dir nichts. Oh. Hör mal, du bist Pinguin. Geh da hin. Das hatten wir auch noch nicht. Das ist der Hammer. Was bist du für ein? Du bist doch schon fast 3 Monate alt. Ich glaube, wir müssen verschwinden, sonst folgt er uns immer. Ja, geh. Was denn? Offensichtlich möchte Nummer 13 viel lieber bei dem großen, blonden Pinguin bleiben. Die schwarz-weißen Frackträger sind ihm anscheinend ein bisschen fremd. Dass alle anderen auch nicht gucken kommen, ist der Hammer. Den haben sie zu sehr verwöhnt. Oh, hoffentlich nicht. Aber wir entwöhnen den aber ganz schnell, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist schon mal super. Ja, guck mal, wie cool der sehr da reingeht. Schön. Jetzt kommt Pink. Jetzt gucken die schon. Ja, genau. Wir sind sehr zufrieden. Das läuft sehr human ab. Das Baby hat das Wasser kennengelernt sofort, fühlt sich wohl, ist nicht in eine Panik geraten. Und die anderen Kollegen schwimmen dann an ihm vorbei. Und er traut sich noch nicht so ganz da in die Richtung, aber das dauert nicht lange. Jetzt ist er mittendrin. Das ist die schnellste Integration, die wir, glaube ich, erlebt haben. Die soziale Komponente, was er mit den anderen macht, wie die anderen auf ihn reagieren. Seine Bewegungen sind klasse. Er ist sehr agil und er hat keine Angst vor den anderen, sondern ich glaube, der wird sich sehr schnell sehr wohl fühlen in der Gruppe. Oh, da habe ich ja vermutet, dass die Jungtiere vom Vorjahr ihn natürlich sofort einnorden, ne? Und das ist nämlich Nummer 11, der freche Sack. Zeig ihm, dass du auch Schnabel hast, Männchen. Ja, genau. Bei den Jungtieren ist das einfach nur Aufmüpfigkeit. Also wir waren jetzt die Nesthöckchen und du kommst uns jetzt in die Quere. Die müssen das untereinander klären, aber das sind nie bösartige Attacken. Der sieht nur zu, wie weit er gehen kann, der Elfer. Der ist genauso frech auch zu den Erwachsenen. Das ist eben eine freche Socke. Die Zoobesucher können die Gorillas am besten auf dem großen Freigelände beobachten. Viel näher wird ihnen heute die katholische Landjugend aus dem Örtchen Feen kommen. Das ist Stefan Terlindens Heimatdorf. Er hat die Jugendlichen eingeladen. Und kommt ruhig langsam mal rein, mal gucken, wer denn da ist. Ich weiß nicht, wo sie sind. Katu, Dorle, Momo, Vizuri, Momo. Na, irgendjemand da? Ah, da ist schon einer von den Herrschaften noch. Das ist die Momo, das ist unser zweitältestes Weibchen. Die Momo ist 1982 in Stuttgart geboren, ist von Stuttgart aus nach Schottland, nach Edinburgh gegangen und 2003 nach Duisburg gekommen. Ihr könnt auch ruhig noch näher kommen, wenn ihr wollt. Gehe ich mal ein Stück rüber, dann kann, wenn ich jetzt sage, jeder eine Erdnuss, dann ist er nachher speckelfett. Aber vorsichtig ruhig mal eine Erdnuss geben, Maike. Übers Futter kann man halt sehr viel Beschäftigung machen. Und was ihr gleich machen werdet, ist halt wirklich ja, mit Erdnüssen oder halt mit anderen Sachen, die ich euch gleich draußen zeige. Oder einen Teil habt ihr ja auch selber mitgebracht, wie ein bisschen Möhren und sowas. Könnt ihr halt sehr schöne Beschäftigungssachen machen. Ein bisschen aufpassen bei ihr, sie ist manchmal ein bisschen links, sie greift manchmal durch. Momo, no. No grabbings. No.
aber sonst lass ruhig mal ein paar von den Jungs oder wer auch immer will. Also ich sag mal, wenn die Erdnüsse hier verfüttert sind, dann hat sie genug gehabt. Sonst brecht sie einmal halb durch, dann kommen vielleicht ein paar mehr. Noch in den Genuss, mal kurz einen Gorilla anpacken zu können. Aber die Jugendlichen sind nicht nur zum Streicheln gekommen. So, ich würde sagen, genug Affen geguckt erstmal. Jetzt gehen wir ran an die Arbeit. Ich zeige euch das nochmal eben draußen einmal und dann dürft ihr selber loslegen, oder? Jo, machen wir. Dann mal raus mit euch, komm. Es ist soweit. Das Koala-Baby klettert aus dem sicheren Beutel, gut bewacht von Mama Alora. Auf diesen Moment hat Mario Kindemi die ganze Zeit gewartet. Jetzt ist der Koala gerade rausgekommen, sehe ich. Und jetzt muss ich mich schnell sputen, den zu kriegen. Jetzt will er es wissen. Größe, Gewicht, Geschlecht. Mario muss sich vorsichtig nähern. Ja, hallo. Ja, hallo, ich bin der Mario, darf ich mal dein Baby nehmen? Ja, hallo, was bist du für ein Kleiner? Oh, guck mal hier. Du kriegst ihn gleich wieder, Schatz. Ja, ja, so ist er brav, so ist er brav. Oh, der guckt ja aber. Das springt einem das Herz über, ganz klar, wer kann sich davon freisprechen? So ein süßer, ja, du brauchst nicht, pass auf, so ein süßer kleiner Wurm hier, schimpft auch noch. Ist immer wieder für uns was ganz Tolles, wenn der geboren, wenn der Kleiner rauskommt. Ist das erste Mal, dass ich ihn jetzt so hier sehe. Und bei der Gelegenheit kann ich ihn natürlich jetzt erstmal sexen. Welches Geschlecht der hat, kann man mal machen. Ist ganz einfach. Man dreht ihn einfach um, hat er natürlich nicht gerne. Und dann guckt man und dann sieht man, da ist kein Säckchen, sondern hier vorne ist ein kleines Loch. Da ist der Beutel. Also deutlich zu sehen, ein kleines Mädchen. Ist natürlich für uns viel wichtiger als die Jungs. Ja. Außerdem finde ich Mädchen sowieso besser, ne? Ja, ganz klar. Jetzt ist sie natürlich extrem dünn. Und ich werde die jetzt mal gleich wiegen, gucken, wie schwer die ist. Ist das in der Toleranz, dann brauchen wir da nicht weiter agieren. Sollte die aber jetzt wirklich viel zu mager sein, das würde für mich bedeuten, ich müsste in der nächsten Zeit vielleicht Milch zufüttern mit einer Flasche und der Mama eigentlich so ein bisschen unterstützend unter die Arme greifen. Aber wegnehmen und eine Handaufzucht, das machen wir auf keinen Fall. Die soll bei seiner Mama bleiben, die kümmert sich ja gut. Oh, Kleiner, große Krallen hat sie schon. Komm, wir bauen jetzt mal deine Waage auf. Nur zur Mama dürfen wir dich nicht bringen, dann gehst du wieder rein in den Beutel. Das ist natürlich jetzt hier eine ganz aufgeregte Situation. Der Kleine quiekt und die Mama ist sehr nervös. Man sieht das, die kommt hier sofort hin. Hier. Die Schwester versucht jetzt sogar noch bei der Mama auf dem Rücken zu krabbeln und um zu sagen, Mama, ich bin ja auch noch hier, du kannst ja mich nehmen. Also man merkt schon, dass die Koalas sich schon alle umeinander kümmern. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ja, Schatz. Hey, meine Lippe. So, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Jetzt bauen wir eben die Waage draußen auf. Dann nehmen wir den mit und dann bringen wir den gleich wieder. Ja, gehen wir mal nach draußen. Zup. Tagsüber sind die Giraffen auf dem Freigelände. Währenddessen wird im Haus Ordnung gemacht. Dafür sind nicht nur die Pfleger zuständig. Zwei Hornraben kümmern sich im Stall um die Beseitigung von Mäusen und anderem unerwünschtem Getier. Heute allerdings müssen Margot und Erich selbst federn lassen. Wir schneiden den Hornraben jetzt die Flügel. Die können im Moment sehr gut fliegen. Und bevor die uns in die Halle fliegen, werden wir das jetzt erstmal machen. Revierleiter Werner Tenter bekommt dafür Unterstützung von Zooinspektor Jans Wattig. Ganz freiwillig lassen sich Margot und Erich ihre Freiheit sicher nicht beschneiden. Hast du's? Wunderbar. Unsere Margot. So, jetzt kriegst du alle weggeschnitten, bis auf eine weiße, die gönnen wir dir jetzt noch. Man muss schon darauf achten, dass man nicht ins Leben schneidet, aber das kann man bei den Hornraben gut erkennen. Hey, wir möchten uns ja schon bald beeilen, denn das ist ja auch für die Tiere Stress. Das tut denen natürlich nicht weh. Das ist genauso, als wenn wir einen Ziegernagel schneiden. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Gut. So. Ja? Dann haben wir sie. Ja. Reicht? Lass mal einfach los. Reicht. Moment.
Eins, zwei, drei und... Überstanden. Die liebste Beschäftigung eines Gorillas ist das Futtern. Genau das machen sich die Affenpfleger bei ihren Spielangeboten für die Tiere zunutze. Wir machen jetzt die Beschäftigungssachen für die ganzen Primaten hier im Haus. Wir haben einmal Pappkartons, habt ihr ja mitgebracht, dann habt ihr noch ein paar Kanister mitgebracht. Erdnüsse und Sonnenblumengemisch habe ich euch schon fertig gemacht. Eine Krautflasche habe ich euch auch gegeben. Dann holen wir noch ein bisschen Heu, Stroh raus und dann zeige ich euch mal, wie sowas aussehen kann. Mach von jedem Ding ein Ding fertig und danach könnt ihr euch selber damit auseinandersetzen. Ich erkläre euch einmal kurz die einfachste Variante. Pappkarton genommen, Flasche mit Kraut, ist eine schöne Sauerei. Dort mal abgezogen und dann könnt ihr hier so ein bisschen bunt malen. Und dann greift ihr einmal hier in die Körnermischung, natürlich nicht zu viel, soll ja nur eine Beschäftigung sein und kein Hauptfutter. Macht einfach hier so ein bisschen und schockt das einmal durch. Und fertig ist die ganze Chose. Viele helfende Hände. Die katholische Landjugend erspart Stefan eine Menge Arbeit. Ich habe jetzt hier einen Kartoffelsack genommen, ein bisschen Heu reingetan mit einem Fußball. Und dann noch ein bisschen Heu nochmal reingetan, damit er nicht ja, ein bisschen versteckt ist. Und dann sollen halt die Affen probieren, den Sack aufzubekommen und dann mit dem Ball hoffentlich zu spielen. Bisher kannten die Jugendlichen den Zoo nur aus der Besucherperspektive. Wir waren schon mal mit der Landjugend hier in so einer Nachtführung. Und jetzt sind wir hier zum zweiten Mal hier und helfen jetzt hier ein bisschen mit. Wie sieht's bei euch aus? Klappt alles oder habt ihr schon die Schnauze voll? Schnauze voll haben wir nie. Das sieht ganz gut aus. Ein paar Kartons haben wir noch über. Fußbälle sind auch schon verarbeitet. Die schönen Bettlaken. Weiter so, würde ich sagen. Dann mache ich nämlich auch noch weiter. Und dann sind wir eigentlich relativ zügig zeitgleich fertig, denke ich. Dann gehen wir dich mal wiegen. Erste Mal in deinem Leben. Oh, ist alles fremd. Jetzt haben wir hier so einen Stoff-Teddy, da kann sie sich dran festklammern. Halte dich mal fest, Schatz. Festhalten. Schön festhalten. Da ist jetzt deine Mama so lange. Jawohl. Da ist der Klammerreflex gestillt und man merkt, die schreit gar nicht. 325 Gramm. Ich habe ja gerade gesagt, also normalerweise so um die 400 Gramm. Jetzt ist das 75 Gramm weniger. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben ja auch schon Koala-Babys gehabt, die deutlich unter 300 Gramm waren und dann trotzdem überlebt haben. Also braucht man da gar nichts weitermachen. Ist halt eine ganz schlanke. Jetzt kann man sie auch noch mal prima sehen, wie die im Fell aussehen. Sind halt noch ganz braun, gar nicht grau. Und hier hinten ist das Fell noch ganz wenig ausgebildet, weil da der Beutel sitzt und fast eigentlich nur erstmal das vordere Teil rausguckt. Und je mehr der Koala rausguckt, umso mehr Haare wachsen da. Klettern lernen muss die nicht, das kann die, das ist in den Genen verankert. Die muss nur lernen, dass zwischen dem Fell der Mutter und den glatten Bäumen ein Unterschied besteht und dass sie sich in den Ästen wirklich doll festkrallen muss. Und bei der Mutter ist das ähnlich wie so ein Klettverschluss. Da reicht das, wenn die Krallen einfach locker aufgelegt werden und trotzdem hängt sie sicher fest. Das lernt die. In der freien Natur kommt es eben auch vor, dass sie runterfallen. Bei uns im Zoo ist natürlich meistens dann nicht eben so ein Waldboden, sondern meistens Betonflächen zum Säubern, muss das jetzt leider so sein. Und deswegen bringen wir in dieser Phase Rasenteppich da rein und können den Fall dann eventuell bremsen. Aber alle Koala-Kinder fallen mindestens einmal aus dem Baum, also learning by doing. Wir hoffen immer, dass nichts passiert. So, komm Schatz, ich nehme dich wieder zu mir am Pulli. Ganz brav bist du. Und dann bringen wir dich zu deiner Mama, ne? Ja, guck mal hier. Ja. So, an mich kannst du dich schon mal gewöhnen. Ich bin der mit der dicken Nase und wir sehen uns jetzt öfter, ne? Ja. Margot ist eine treue Seele. Ihrem Erich eilt sie zur Hilfe. Geh weg, du hässliche Kröte, du. Ich verteidig den sogar noch. Ja. Wichtig bei solchen Aktionen ist natürlich, dass man sich selber nicht verletzt und noch wichtiger, dass man das Tier nicht dabei verletzt. Um mich zu schützen und den Werner habe ich den Schnabel fest im Griff. Denn mit dem großen Schnabel können wir schon fies zuhacken. Und ansonsten müssen wir eben aufpassen, dass hier sich die Knochen nicht brechen, Beine verdrehen, Flügel verdrehen. Fertig? Fertig. Und los. Mit dieser Aktion haben sich Jan Zmatik und Werner Tenter bei dem Hornvogel-Ehepaar sicher nicht beliebt gemacht. Also erstmal dann halt. Für Stefan ist es eine Erleichterung.
für die Jugendlichen ein ungewohnter Spaß. Ich bin sehr zufrieden. Aber interessiert ja nicht, was ich dazu sage, sondern die Affen müssen das toll finden. Wie weit seid ihr hier? Ja, sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ihr habt alles fertig, ja gut. Ja. Pass auf, dann machen wir es jetzt so. Ich habe auch innen drin alles sauber. Die Gorillas sind im Moment noch draußen. Machen wir so. Ich packe jetzt eben ein paar Sachen zusammen, die bei den Gorillas in den Schaukäfig und in die Nachtstelle können. Mhm. Zeige euch dann, wo die Gegebenheiten sind, wo was verteilt werden kann. Dann könnt ihr selber aussuchen, wie ihr was verteilt. Ja. Und wenn ihr verteilt habt, dann sagt er mir Bescheid, schließe ich die Türen wieder ab und dann lassen wir die mal rein und dann können wir mal gucken, was er heute fabriziert hat für die Tierchen. Der Lohn der Mühe, zufriedene Affen. Noch knabbern die draußen an ihren Möhren, während drinnen schon die süßen Überraschungen verteilt werden. Denkt nur dran, verteilt es so, es sind 5 Gorillas. Jetzt nicht alles hier im Schaukäfig verteilen, dann ist es nämlich meistens so, dass die Dorle sich alles an Land zieht. Also ruhig schön überall verteilen, wo ich euch jetzt die Türen losmache. Und mir aber auch vorher Bescheid sagen, wenn ihr alles verteilt habt, bevor ich die Affen wieder reinlasse, dass ich alle Türen zumache. Es soll natürlich nur so verteilt sein, dass jeder Affe auch was kriegen kann. Deswegen halt überall ein bisschen was verteilt. Und dann würde ich sagen, wenn jetzt alles weg ist, dann holen wir sie gleich mal rein. Im Delfinarium wirft ein Ereignis seine Schatten voraus. Ein Weibchen ist trächtig. Erst vor wenigen Monaten hatte es hier in Duisburg eine erfolgreiche Geburt gegeben. Jetzt ist das Pflegerteam um Thomas Lange schon ganz gespannt. So. Dicker. Dann sei so gut, schwimm du mal auf die Seite. Und die Pepina brauchen wir mal hier. He? Die Pepina ist schwanger. Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob die Geburt in nächster Zeit ansteht oder noch nicht. Dicke. Genau. Nun, wir können einmal die Säugeschlitze messen, den Abstand der Säugeschlitze. Daran kann man sehr schön sehen, ob die Milch schon eingeschossen ist oder nicht. Das passiert in der Regel 1 bis 3 Tage vorher. Und man kann die Temperatur messen und anhand der Temperatur kann man auch sehen, ob die Geburt kurz bevorsteht. Denn die Temperatur sinkt so circa 24 Stunden vor der Geburt etwas ab. Und das kann man anhand unseres Thermometers immer sehr schön sehen. Komm her, Dicke. Im Augenblick ist sie ein bisschen zickig. Oh, das macht nichts. Dann will sie einfach nur ein bisschen überredet werden. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Sehr schön. Nimmst du einmal den Abstand der Säugeschlitze? Das sind diese Schlitze, die man rechts und links neben dem Genitalspalt sieht. Darunter ist die Milchdrüse verborgen. Hm? 3,5. 3,5 haben wir im Augenblick. Ja. Dann messen wir auch gleich die Temperatur. Die sollte zwischen 96,4 und 97,5 Grad liegen. Vielleicht etwas höher, aber auf keinen Fall drunter. Wenn sie drunter wäre, dann wüssten wir, in den nächsten 24 Stunden würde die Geburt anfallen. Aber ganz wichtig, nicht Grad Celsius, sondern Grad Fahrenheit. In Grad Celsius wäre dieser Temperaturabfall einfach so gering, dass man ihn leicht übersehen könnte. Grad Fahrenheit ist deutlich genauer. Das heißt, in Grad Fahrenheit sinken wir um circa 1 Grad zu 24 Stunden vor der Geburt ab. Während das in Grad Celsius gerade mal 0,2 bis 0,3 Grad wären. Das sieht man ganz schlecht. Jetzt liegen wir bei 98,0. Das ist normal. Ähnlich wie bei uns Menschen auch ist die Temperatur nachmittags und abends einfach ein bisschen höher als morgens. Gut, das reicht schon. Temperatur steht. Fiebermessen hat Pepina schon vor der Schwangerschaft gelernt. Diese Übung ist Teil des normalen medizinischen Trainings. Temperaturmessen können wir bei allen Tieren. Nicht nur zur Schwangerschaftskontrolle, sondern auch zur normalen Gesundheitskontrolle. Den Abstand der Säugeschlitze messen, das ist keine sehr schwierige Übung. Dafür muss der Delfin einfach nur kurz liegen bleiben. Thermometer einführen dauert schon so ein paar Tage länger, bis so ein Delfin das gelernt hat. Aber auch das ist, wie man sehen könnte, ein absolut dünnes Schläuchlein. Das spüren die Delfine fast gar nicht. Und das macht ihnen nichts aus. Für uns bedeutet Geburtsvorbereitung einmal in erster Linie den Geburtstermin nicht verpassen. Zum Zweiten heißt es dann vorher noch jede Menge Becken schrubben, damit wir, wenn das Jungtier da ist, auch eine einwandfreie Sicht auf Mutter und Jungtier haben, sowohl unter Wasser mit normaler Sicht als auch durch Kameras. Das ist bei Pepina also eher eine ganz relaxte Sache. Aber wir wollen den Zeitpunkt der Geburt halt nicht verpassen, weil die Geburt soll schon
alleine stattfinden, nicht in der Gruppe. Mario beeilt sich. So viel Neues für ein kleines Koala-Baby an einem Tag. Jetzt schnell zurück zur Mama. Alora, komm mal her, Schatz. Da kommt sie. Oh, die ist ganz aufgeregt, die kommt ganz runter. Jetzt wollen wir sie auch nicht länger auf die Folter spannen. Guck mal her, Schatz. Oh, prima. So, jetzt bleiben wir noch ein bisschen dabei, dass der Kleine nicht runterfällt. So machst du das ganz prima, Schatz. Die versucht jetzt erstmal auf der Mutter die richtige Position zu finden und man sieht deutlich, wie die sich festhält. Mal langsam, Alora, mal langsam. Prima. Ganz toll machst du das. Die wird jetzt gerade in dieser Phase, wo das Kleine den Beutel verlässt, dann fängt die Mutter an, das sogenannte Pup-Feeding nennen wir das. Normalerweise kötteln die Koalas, ich heb das mal auf, ja, so kleine, harte Köttel, ganz gut trocken verdautes Eukalyptus. Aber an zwei Tagen in der Woche macht die Mama das anders. Dann macht die bei einem einzigsten Stuhlgang den Köttel nämlich nicht hart, sondern ganz weich, ganz dunkel, der riecht ganz stark. Und der Kleine, der guckt natürlich aus dem Beutel, immer Richtung Po automatisch. Dann ist der allein schon neugierig, fängt er davon an zu fressen. Sie hört sich unappetitlich an. Ist aber ganz wichtig, der infiziert sich die Magen- und Darmflora mit Bakterien, die den Eukalyptus entgiften. Und gleichzeitig kriegt er ein bisschen Eukalyptusgeschmack auf die Zunge und fängt dann an, Blätter zu knabbern und merkt dann irgendwann, die Blätter schmecken genauso wie den Köttel, den ich gerade gegessen habe. Und so stellen die sich ganz allmählich auf diesen Eukalyptus um. Ja, es ist ganz wichtig, dass die Mama das vorher macht. Und das hat die auch schon bei uns hier zweimal jetzt gemacht. Und das wird jetzt täglich mehr. Dieser Pappfeed, der wird immer giftiger, also immer mehr Bakterien und Enzyme sind drin. Und die Darmflora wird immer stabiler, immer resistenter gegen die Giftstoffe der Blätter. Und dann irgendwann sagt der Kleine so, jetzt brauche ich keine Milch mehr, jetzt nehme ich nur noch Blätter. Geh mal rum. So, da bist du richtig. So ist brav. Du bist eine Süße, ne? Ja. Freue mich richtig. Vor allem, dass du ein Mädchen ist. Gorillas sind nicht immer so friedlich, wie sie hier scheinen. Mitunter gibt es auch Streit. Besonders, wenn es ums Futter geht. Um sie zu separieren, gibt es ein ausgeklügeltes System aus Schiebern und Gängen. Also, du kannst jetzt einfach einmal üben mit 2 und 3. Das ist einmal das A2 und das A3. Die kannst du einmal schon aufdrücken. Drück mal einmal gegen und festhalten, genau. Und wenn du loslässt, steht er sofort. Und dann kannst du einfach losfahren. Geht jetzt ein falscher Schieber auf, gibt es gleich Zoff. Ja, hat doch gut geklappt. War in Ordnung. Gorillas kommen alle rein. Ich würde sagen, jetzt gehen wir schnell, so dass ihr auch mal gucken könnt, wie sie mit eurem Spielzeug umgehen. Die Dorle hat sich ganz schnell alles gegriffen, was hier oben lag, ist ganz schnell dann rübergelaufen, hat sich da in den Schieber gesetzt, weil sie von da aus alles im Blick hat. Sie kann von da aus ganz schnell in den Schaukäfig rennen, sich da noch was wegzuholen, aber hat auch alle anderen hier unter Kontrolle. Ja, und man hört es hier überall reißen und knistern und knustern. Also es ist wie Weihnachten heute für die ganzen hier und haben super viel Spaß. Also es ist wirklich eine gelungene Aktion. Hier sitzt jetzt die Momo, die versucht gerade aus dem Kanister irgendwelche Leckereien rauszukriegen. Und man sieht ja, also die Beschäftigung funktioniert voll und ganz, haben die Jungs und Mädels super hingekriegt. Die Gorillas wissen die Arbeit der Jugendlichen offensichtlich zu schätzen. Eine Aktion ganz nach ihrem Geschmack. Und die Menschen sind auch glücklich. Als ich die Schieber vorhin aufgemacht habe, war echt interessant, weil man wusste ja nie, von welcher Seite die jetzt kommen. Und dann war man schon so nervös, weil wie die reagieren auf die Spielsachen. Und nee, war schön. Für uns war es super, sehr interessant. Immer wieder gerne. Auf jeden Fall. Ihr seht ja, die Tiere haben Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Dann sage ich erstmal vielen Dank. Die Tiere danken es euch auch. Und wenn ihr noch mal Lust habt, müsst ihr einfach Bescheid sagen. Gerne immer wieder. Wenn wir drauf zurückkommen. Ja, schön. So, das ist jetzt so eine typische Koala-Haltung. Hinten auf dem Rücken, aber jetzt krabbelt er rum. Vielleicht geht er jetzt im Beutel. Der sucht den Beutel. Und sobald der Kopf die Beutelöffnung gefunden hat, dann wird es auch versuchen, mit Vollgas da rein zu krabbeln.
Der Papa, der ruft ja jeden Tag, grenzt sein Revier praktisch für andere Koala-Männchen durch Geräusche ab. Und die Kleine, die verlässt den Beutel und hört natürlich auch jeden Tag immer das Rufen des Vaters. Ist auch ganz neugierig, die guckt dahin. Man sieht, dass die Ohren gehen in die Richtung und die prägt sich die Stimme des Vaters ein und nimmt das irgendwann als Bestandteil der Gruppe wahr. Der gehört halt zu meiner Familie sozusagen. Der ist aber als Geschlechtspartner für die dann nicht interessant, weil normalerweise Koala-Weibchen, die in Paarungsstimmung kommen, die werden auf das Rufen des Männchen animiert und geben sich dem dann praktisch hin, suchen den oder rufen, dass er kommen soll. Und die Koala-Babys, die in so einer Gruppe geboren werden, die kennen den Papa immer und hören dann, wenn sie später selbst erwachsen sind, geschlechtsreif sind, hören die immer mit einem Ohr in das Nachbarrevier, da ruft ein anderer Koala, die Stimme hört sich anders an und dann denken die sich, okay, dann gehe ich lieber dahin, wo ich noch nicht war. Und dann verpaaren die sich eben nicht mit ihrem eigenen Vater. Da passiert eben halt keine Inzucht, ne, Schatz? Nehmen wir mal den Arm weg, Schatz, sag mal. Da verschwindet dein Baby schon. Dann können wir uns auch jetzt so langsam zurückziehen und die in Ruhe lassen. Ne? So, tschüss, Dicke. Bis morgen. Nächstes Mal bei den Ruhrpott-Schnauzen, Alleinunterhalterin. Solo-Auftritt für Daisy. Ausnahmezustand, Personalausweis für den Zwergotter-Nachwuchs. Erziehungsmaßnahmen, ein Schultag im Leben der Elefantendamen. Und Baustelle, Heizung für die Erdmännchen.